Tipps für Fahranfänger, Direkteinstieg in Klasse A, Führerschein schon gemacht, nun geht's los. Also das Wichtigste ist erstmal, dass man dann entspannt alleine anfängt zu fahren, nicht unbedingt gleich mit Freunden, sondern sich wirklich erstmal ein bisschen eingrooven, ja, und so ein bisschen schauen, dass man ins Thema reinkommt. Und dann würde ich Kurventraining und Fahrsicherheitstraining machen. Ich würde dann natürlich mit Freunden fahren, die ja einfach verantwortungsbewusst sind und einen da auch wirklich quasi so ein bisschen an die Hand nehmen. Ich denke aber auch, dass man mit Direkteinstieg, dann ist man ja 24, 25, dass man dann ja auch sich nicht so schnell verleiten lässt, als wenn man jetzt 16 oder 18 ist. Deswegen passt da wirklich auf euch auf und ja, lasst euch da nicht zu Blödsinn verleiten.